So, guten Morgen, nochmal guten Morgen und vielen Dank, dass Sie heute Morgen hier sind und auch vielen Dank, dass Sie sich für das Thema interessieren. Ich denke, das ist eines der wichtigsten Themen, die uns zurzeit eigentlich umtreiben und umtreiben sollten. Also ich habe in der Schweiz studiert und bin von da aus nach Madagaskar gegangen und von Madagaskar nach Burkina Faso und von Burkina Faso nach Kanada. Und habe viele Jahre in Kanada und USA gelebt und gearbeitet. War 18 Jahre lang Beraterin der kanadischen Regierung und bin vor 5 Jahren nach Deutschland zurückgekommen, weil es in Deutschland doch gewisse Dinge noch zu entwickeln gibt, von denen man vor so 2015, Sie merken jetzt, worum es geht, sehr viel gesprochen wurde. Und mein Mann und ich haben uns beschlossen, hierher zurückzukommen. Für ihn ist das neu, also er hat noch nie in Deutschland gelebt. Für mich war es ein Zurückkommen, einfach um diese Entwicklung zu unterstützen. So, was meine ich jetzt mit dieser Entwicklung? Weil wir weltweit über 2000 verschiedene Kulturen haben, und kein Mensch lange genug leben wird, um alle Kulturen kennen und verstehen zu lernen, wird uns das Gefühl des Kulturschocks erhalten bleiben. Und das ist schon mal eine ganz wichtige Aussage, zumindest hier in Deutschland. Ich finde nämlich hier sehr viele Menschen, die mir sagen, Kulturschock habe ich noch nie gehabt, weiß überhaupt nicht, was das sein soll, finde, das ist ein vollkommen falscher Ausdruck. Also was gemeint ist damit, ist einfach dieses Gefühl, irgendwie so ein bisschen mit einmal neben den Schuhen zu stehen, weil man nicht mehr genau weiß, wie man eigentlich agieren soll. Das ist damit gemeint. Komme ich aber nachher nochmal wieder drauf zurück. Das Leben ist wie ein Fahrrad. Man muss sich vorwärts bewegen, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren, hat gesagt Albert Einstein. Und ich finde das ein ganz schlauer Satz. Ich sehe das nämlich genauso. Und ich sehe auch, dass einige hier heute Morgen doch auch so in meinem Alter sind, vielleicht sogar noch älter sind, also fahren Sie weiter, sonst verlieren wir das Gleichgewicht. Jetzt habe ich mich vorhin so vorsichtig ausgedrückt, so ein bisschen darüber, wie es in Deutschland ist, ohne da jetzt genau sagen zu wollen, was das ist, aber ich möchte dem etwas gegenüberstellen. Und zwar möchte ich Ihnen dazu ein Video zeigen. Das wurde hergestellt von der kanadischen Polizei. Und zwar als die, und ich glaube, das sind ja ungefähr 10, 12 Jahre her, als die gemerkt haben, dass sie auch so ein paar Extremisten haben in ihrer Force, wie sagt man, Mannschaft? Okay. So, dann wurde dieses Video hergestellt. Ich versuche das jetzt mal anzustellen. Da ist ein bisschen englischer Text drauf, aber nur Hintergrund. Musik. Und was ich damit zeigen will, ist so, wie könnte es denn sonst noch sein, außer wie es jetzt
So, dieses Video, das wurde zusammengestellt zum einen als eine Nachricht an die Polizei. Oh, wie komme ich jetzt da wieder raus? Ich glaube so. Zum einen als Nachricht an die Polizisten, um zu sagen, das ist das, was wir von euch erwarten. Zum anderen aber auch für die Öffentlichkeit, um zu sagen, das könnt ihr von den Polizisten erwarten. Und wenn da was anderes kommt, dann ist das verkehrt. Als Frau Merkel gesagt hat, wir schaffen das, habe ich auch gedacht, ja, klar, wir schaffen das. Bleibt uns ja auch gar nichts anderes übrig. Ne? Die Welt geht ja vorwärts, sie geht ja nicht rückwärts, also werden wir das auch schaffen. Aber wir haben uns dann noch folgende Fragen gestellt, nämlich, wer bitte ist wir? Was sollen wir schaffen? Und wie schaffen wir das? Und ich glaube, die Fragen sind von der Wissenschaft eigentlich schon beantwortet worden. Ich könnte das jetzt heute von sicher 10, 12 verschiedenen Gebieten, verschiedenen Seiten ansprechen. Dafür habe ich natürlich nicht die Zeit. Ich werde also nur mal zwei Richtungen nehmen. Das eine ist die Verhaltensforschung und das andere ist die Neurophysiologie. Unsere Antworten auf diese Fragen sind alle in Deutschland lebenden Menschen. Also das ist die Antwort auf, wer ist wir? Das bedeutet auch, jeder von Ihnen hier hat da drin eine Aufgabe, hat seinen Weg, hat seinen Platz. Die Bertelsmann Stiftung hat 2018 diese Studie veröffentlicht, wo sie zu dem Schluss gekommen sind, dass die deutsche Bevölkerung zwar toleranter gegenüber Vielfalt wird, gleichzeitig aber die Polarisierung zunimmt. Bemerke ich auch so. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, wir haben in der Überseestadt die Kulturenwerkstatt. Vor einem Monat haben sie uns da die Scheibe eingeworfen. Zwei Wochen später haben sie uns das Firmenschild von der Wand gerissen. Es fällt manchen Menschen sehr, sehr schwer, ihren Platz zu finden in dieser vielfältigen Welt. Ich denke also, dass die Toleranz zunimmt für Vielfalt, ist ein netter Schritt, aber ist entschieden nicht genug. Wir brauchen nicht nur eine Toleranz, sondern wir brauchen, dass die Menschen sagen, Mensch, das will ich. Wo ist denn hier mein Teil? Was kann ich mir denn aus dem Ganzen rausziehen? Das Problem ist, dass die Polarisierung zunimmt. Und dann stellt sich eben die Frage, was sollen wir schaffen? Und das bedeutet die Integration aller in die moderne Gesellschaft. Und wenn ich sage aller, dann meine ich damit, dass Deutschland sehr große Anstrengungen macht, Geflüchtete mit aufzunehmen in die deutsche Gesellschaft, aber dabei irgendwie vergessen hat, dass die Deutschen da ja auch mitmachen können müssen. Das heißt, man zeigt nicht irgendwo einen Weg, wo man mal sagt, Mensch, guck mal, das ist jetzt für euch da drin, da könnt ihr euch weiterentwickeln. Das ist euer Gewinn in dieser Entwicklung. Und ich sehe das Ganze als einen großen Gewinn für Deutschland. Dann kommen wir zur Frage, dass wie schaffen wir das? Oder beziehungsweise, nein, wir sind jetzt erst beim Was. Was sollen wir schaffen? Und da sehen Sie hier dieses ganz, ganz dicke Brett. Das hätte ich natürlich noch dicker machen können. Dann wäre das Männchen aber kleiner geworden. Es geht ja gar nicht nur darum, dass wir die Integration schaffen müssen. Wir müssen ja auch die Inklusion schaffen und Change Management und Home Office und demografischer Wandel, Organisationsentwicklung, Digitalisierung, New Work, Klimawandel, bitteschön. Wir haben zurzeit ganz, ganz viele Aufgaben, die wir bewältigen müssen. Und richtig gut damit zurechtkommen diejenigen, die zumindest diese sechs Fähigkeiten haben, das sollen diese Jonglierbälle darstellen. Tatsache ist aber, dass wir, während wir auf diesem Brett stehen und versuchen, die Balance zu halten, das dicke Brett bohren und dann auch noch jonglieren, das ist eine Herausforderung. Und unsere dritte Antwort ist, durch die Entwicklung eines persönlichen Mosaiks. Und damit bin ich jetzt wirklich am Thema angekommen, was bitte ist ein persönliches Mosaik? Gucken Sie sich mal bei diesen Figuren die Köpfe an. Da ist der Fokus. Das heißt, ein persönliches Mosaik ist die Gestaltung eines Weltbildes, eines Bildes von sich selbst aus den Bestandteilen verschiedener Kulturen. Das heißt, wir dürfen uns bei den verschiedenen Kulturen bedienen
und entscheiden, was gefällt mir und was gefällt mir nicht. Und was baue ich in meine Kultur ein und was baue ich nicht ein. Und wenn ich es dann einbaue, wo tue ich es hin? An welche Stelle in meinem Mosaik kommt das? Im Vergleich zum Monokulturellen. Es gibt ja immer noch Leute, die meinen, monokulturell wäre eine Möglichkeit. Ich sehe das anders. Wir haben vor 60.000 Jahren angefangen mit der Migration. Da werden wir jetzt nicht mit aufhören und rückwärts wird es auch nicht gehen. Es gibt zwei Phasen des Multikulturellen. Zum einen die multikulturelle Gesellschaft, wo die Menschen eigentlich, jeder so eigentlich in Parallelgesellschaften nebeneinander herlaufen. Ich muss sagen, ich empfinde Deutschland sehr stark da. Und trotzdem ist es auch hier so, die Menschen fangen an, sich einander was abzugucken. Man guckt mal hin, man probiert mal was, man geht mal in ein anderes Restaurant und dann kommt es zu diesem Lockeren und da ist wieder der Fokus auf dem Kopf. Es kommt zu diesem lockeren Umgang mit dem, was man so erfahren hat, was man für sich entschieden hat, was man gerne hat, was man nicht hat, was man nicht gerne hat. Aber es kommt nicht zur Bildung einer Struktur. Es entsteht keine Stabilität. Und das ist etwas, was uns Menschen eigentlich sehr widerspricht. Von Natur aus haben wir eigentlich gerne eine Struktur. Wir haben das Bedürfnis nach Stabilität. So, und wer jetzt vom Multikulturell 2 noch einen Schritt weiter geht, zum Cross-Culture, der wäre zum Beispiel da, wo die Atmosphäre herrscht, die ich Ihnen eben in dem Video in Kanada gezeigt habe. Also, wenn Sie nach Kanada gehen, finden Sie da keine Kanadier, sondern es gibt da German Canadians und British Canadians und Scottish Canadians und Swiss Canadians, Syrian Canadians, alle sind irgendwas. Die First Nations, also das, was man in Deutschland Indianer nennt, machen da mit. Das sind dann die Cree Canadians und die Haida Canadians und die Algonquin Canadians und die Mi'kmaq Canadians. Sie sind also immer Kanadier, aber eine bestimmte Art von Kanadier. Und genau das Gleiche wird auch in Deutschland passieren. In Deutschland leben Deutsche, aber eben verschiedene Arten von Deutschen. Wie findet das jetzt statt? Also, wir alle werden ja eigentlich vollkommen offen und tolerant und interessiert und neugierig geboren. Also in diesem Zustand vom Multikultur 2. Und dann setzt die Sozialisierung ein. Das heißt, entweder wird uns beigebracht, dass wir so zu sein haben, dass es für alles ein richtig gibt und viele, viele falsch. Und ich weiß nicht, wie sehr Sie sich daran noch erinnern, aber ich weiß, für mich als Kind habe ich diese Strenge noch erlebt und das war für mich als Kind sehr, sehr schmerzhaft. Und diesen Schmerz, den muss man erstmal überwinden, wenn es dann zu Toleranz und Offenheit und so kommen soll. Tatsächlich ist aber ein ganz, ganz großer Teil der Menschheit heute wird in die Richtung sozialisiert, nämlich gleich rüber zum Cross-Culture. Da ist, vorausgesetzt, dass es nicht gefährlich ist, ist erstmal alles richtig. Das heißt, wenn man Kinder großzieht, Kinder sozialisiert, dann ist einfach mal alles, was die Kinder ausprobieren, richtig. Und da muss man ganz viel mit denen kommunizieren, damit man ihnen helfen kann, ihr eigenes Mosaik zu gestalten. Das heißt, man fragt, ach, das hast du gemacht? Oh, das ist ja spannend. Und wie hast du das denn gesehen? Und der? Und hast du das auch gemacht? Und wie hat der dann reagiert? Und machst das nochmal? Ja, wann geht denn das gut und wann geht das nicht so gut? Und die Intensität dieser Auseinandersetzung, die wächst natürlich, ne? Weil Kinder werden älter und ihre Fragen und Überlegungen werden komplizierter. Muss man sich als Eltern oder auch als Lehrer, aber hoffentlich auch als Nachbarn und Onkel und Tanten auch erstmal darauf einstellen. Warum haben wir überhaupt diese Verhaltensweisen? Warum haben wir das, dass wir sagen, das ist richtig und das ist falsch? Das hat etwas damit zu tun, dass wir alle geboren werden mit dem, was die Verhaltensforschung die angeborene innere Aggression nennt. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass zwei Menschen aufeinander losgehen oder zwei Tiere oder zwei Pflanzen, sondern es bedeutet einfach, man hat den Drang zu leben. Man erhält sich selbst am Leben. Wer mal gesehen hat, wie so ein Kälbchen an seiner Mutter saugt,
Das sieht nicht so friedlich aus wie auf dem Bild jetzt. Das ist ein ganz wildes Geschiebe und Geschubse und Getrete. Da findet ganz viel statt. Da weiß man dann, was gemeint ist mit der angeborenen inneren Aggression. Auch Pflanzen haben das. Hier, das ist der Kudzu-Wein, wächst an der nordöstlichen Küste der USA. Und wie Sie sehen, wächst einfach über alles rüber. Auch das ist damit gemeint, also der Drang nach Platz, den wir ja brauchen zum Leben. Auch das werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber Sie wissen, was damit gemeint ist. Eine Qualle haben Sie vielleicht auch alle schon mal erlebt, die nestelt. Diese kleine weiße Kapsel unten rechts, das sind diejenigen, die dann wehtun und da ist dann auch noch ein Gift drin. Das ganze Ding ist nur ein Hundertstel eines Millimeters groß. Aber wenn das zu Tausenden in ihre Haut injiziert wird, das merken sie, das tut weh. Auch das gehört dazu. Aber als Menschen sind wir soziale Wesen. Wir haben das gerne, wenn wir zusammensitzen. Und es ist jetzt nicht unbedingt so, dass wir hier jetzt gerade alle gerne kuscheln möchten oder so. Und Corinna bedingt, dürfen wir es ja auch nicht. Aber das ist schon etwas, was dem Menschen gut tut. Und dann gibt es aber auch die anderen. Die sind weniger auf Kuscheln eingestellt. Wie schaffen das jetzt die einen? Also wenn wir jetzt denken an die angeborene innere Aggression, dann würden wir ja das untere Bild relativ leicht verstehen. Tatsache ist aber, dass es uns wirklich nur gut geht, wenn wir da auf dem oberen Bild sind. Wie kriegen wir das hin, trotz der angeborenen inneren Aggression? Das geht durch die aggressionshemmenden Mechanismen. Und diese Mechanismen sind bei Menschen überwiegend verhaltensbedingt. Also bei Insekten zum Beispiel ist es überwiegend durch Geruch. Eigentlich ist es meistens über Geruch. Aber eben beim Menschen ist es hauptsächlich übers Verhalten. Was ist damit gemeint? Da gibt es auch wieder zum einen die angeborenen Mechanismen und dann gibt es die angelernten Mechanismen. Und die meisten Mechanismen sind beim Menschen angelernt. Das ist jetzt ein angeborener Mechanismus, das bezeichnen die Ethologen, also die Verhaltensforscher, als den Augengruß. Das ist also tatsächlich eine Begrüßungsform, die dem Menschen angeboren ist. Können Sie mal probieren, ziehen Sie mal die Augenbrauen hoch, ist Ihnen sicher gleich vertraut, haben Sie auch gleich, das habe ich ja schon oft gemacht, genau, kann auch ein Baby schon, weltweit, damit sind wir geboren. Also wenn Sie nicht mehr mit der Wuhan-Faust grüßen wollen, dann dürfen Sie jetzt auch gerne mit dem Augengruß grüßen und sich sicher sein, dass Sie verstanden werden. Funktioniert bei Schimpansen und Orang-Utans und Gorillas genauso. Denen ist das auch angeboren. Hier auf diesem Bild sehen Sie jetzt etwas, was angelernt ist, nämlich der Handschlag, aber gleichzeitig auch noch wieder etwas Angeborenes. Denn wir haben tatsächlich das Bedürfnis nach Begrüßung. Wenn wir einen anderen Menschen sehen, dann wollen wir begrüßen. Wir wollen das Signal ausschicken, du, ich tue dir nichts. Und wir hoffen sehr, das Signal zurückzukriegen, dass der uns dann auch grüßt und sagt, du, ich tue dir auch nichts. Und das ist dann so ein stillschweigendes Abkommen von, wir versuchen uns mal miteinander. Schön nett, schön vorsichtig. Das ist wieder ein angeborener aggressionshemmender Mechanismus. Können Sie auch mal ausprobieren, vielleicht nicht gerade jetzt, aber vielleicht mal heute Nachmittag. Denken Sie sich in eine Situation rein, die Sie so richtig, richtig wütend macht, aber so wirklich, wo Sie wirklich das Gefühl haben, jetzt kommt es mir gleich aus den Ohren. Und dann zwingen Sie Ihre Gesichtsmuskeln zu einem Lächeln. Und schon ist die Wut weg. Die Wut kann nicht bleiben, die löst sich auf. Wie so eine Nebelschwade, mit einmal geht es weg. Ich weiß das, ich benutze das. Wenn ich also zum Beispiel mal in irgendeinem Termin bin und mich ganz fürchterlich ärgere darüber, was irgendjemand da gerade sagt, dann lasse ich ganz zufällig einen Kugelschreiber fallen, bücke mich, unterm Tisch zwinge mein Gesicht zu lächeln und wenn ich wieder hochkomme, bin ich wieder total entspannt und bin wieder jeder Diskussion gewachsen. Geht wirklich, ist angeboren. Das wiederum ist angelernt. Das sind Männer bei den Fulani. Fulani gibt es ungefähr 39 Millionen Menschen, leben südlich der Sahara, von der Westküste Afrikas bis zur Ostküste Afrikas. Ein Drittel sind Nomaden, zwei Drittel sind mittlerweile sesshaft.
Bei den Fulani machen sich die Männer schön, um den Frauen zu gefallen. Das ist dann wieder angelernt. Das heißt, wir lernen, was uns gefällt. Und das merken wir auch bei der Mode jedes Jahr wieder. Die Mode ändert sich. Wenn wir das erste Mal hingucken, denken wir, mein Gott, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ein halbes Jahr später finde ich es nicht so schlecht. Und schon haben wir uns dran gewöhnt. Also wir lernen. Und so gehen wir jetzt durch den Tag, durch jeden Tag unseres Lebens, ein ganzes Leben lang, ständig in dieser Balance zwischen der angeborenen inneren Aggression und den aggressionshemmenden Mechanismen. Warum habe ich auf der einen Seite einen Stein? Ja, weil das sitzt uns in den Genen, das können wir nicht ablehnen, da können wir nicht einfach mal sagen, nö, habe ich nicht. Das haben wir und dafür sind wir verantwortlich, dafür müssen wir Verantwortung übernehmen. Und die aggressionshemmenden Mechanismen, da ist ein Mechanismus und das, was uns angeboren ist, auch nicht ausreichend. Da dürfen wir tatsächlich ein Leben lang lernen, dazu lernen, neue aggressionshemmende Mechanismen zu entwickeln. Nicht zu entwickeln, sondern zu erlernen. Gehen wir zur Begrüßung. Es gibt also ganz viele Formen der Begrüßung, die wir alle lernen dürfen. Wir müssen uns gar nicht beschränken. Wir hätten auch die Wuhan-Faust nicht erfinden müssen. Wir hätten auch so grüßen dürfen, da so wie die Japaner oder auch da wie die Inder oder auch hier wie die Menschen in Bhutan. Unten rechts würde ich jetzt nicht gleich auf der U-Bahn-Straße ausprobieren. Das ist vielleicht ein bisschen eine Herausforderung, die Reaktion der anderen. Aber Sie können das ja mal zu Hause üben vorm Spiegel. Man weiß übrigens, dass man ungefähr 30 Mal etwas gemacht haben muss, bis sich unser Gehirn so weit daran gewöhnt hat, dass wir den beruhigenden Effekt haben. Versuchen Sie es mal. Gucken Sie ab und zu in den Spiegel, begrüßen Sie sich mal selber im Spiegel. So, nach dem 30. Mal ist das Routine und dann fällt Ihnen das auch auf der U-Bahn-Straße nicht mehr schwer. Was passiert jetzt? Jetzt kommen wir zum Thema Kulturschock, da waren wir ja vorhin schon. Was passiert jetzt, wenn sich zwei Menschen begrüßen und der eine macht es nicht ganz richtig? Also hier hat jemand Herrn Busch nicht gesagt, dass der Wangenkuss Wange an Wange ist und dass man dabei nicht die Lippen einsetzt. Das heißt, in diesem Moment hat die Dame jetzt einen Kulturschock und Herr Busch hätte einen, wenn er wüsste, was sie gerade denkt. Die beiden haben auch daneben gegriffen. Aber wenn man sich den Gesichtsausdruck anguckt, sie haben sich verstanden. Also es ist gar nicht so schlimm, wenn man mal ein anderes Signal verwendet als unser Gegenüber. Voraussetzung ist, dass man den anderen versteht und selber verstanden wird. Und dann dürfen wir das auch ganz gezielt einsetzen. Na? Berlusconi, alla Berlusconi, so ran an die Frau. Und Michelle Obama, die normalerweise als Amerikanerin ja so umarmen würde, sagt sie, nee, mit dir nicht. Und fährt ganz deutsch den Arm aus. Und zwar so lang, wie es geht. Und wenn sie noch länger könnte, wird sie das wahrscheinlich auch noch tun. Und wenn man sich jetzt mal Baracks Gesicht anguckt, so hat man ihn noch selten gesehen. Kann man sich jetzt auch überlegen, was macht er jetzt, wenn Berlusconi darauf besteht? Hat er aber nicht. So, jetzt haben wir hier nochmal die Abbildung. Ganz links Mono, in der Mitte Multi, rechts Cross. Was passiert jetzt, wenn so ein Kulturschock stattfindet bei diesen einzelnen Menschen? Für jemanden, der monokulturell ist, ist das eine ganz, ganz heftige Erfahrung. Wirklich heftig. Diese Erfahrungen habe ich gemacht, nur nicht gerade bei der Begrüßung, das war schon ein bisschen heftiger, aber in den Jahren, in denen wir in Madagaskar gelebt haben, waren 2 Jahre Bürgerkrieg und da waren wir in Situationen, die waren absolut so zu beschreiben mit dieser eingeschlagenen Scheibe oder dem eingeschlagenen Spiegel. Was passiert bei multikulturellen Menschen? Ich habe deswegen einen Schnellkochtopf genommen, weil bei denen alles in Bewegung gerät. Das heißt, die erleben etwas Neues und das ist auch erstmal spannend. Und dann ist es wie im Schnellkochtopf, wenn man da so Wärme zuführt. Erst fängt es so leise an zu pusten, dann fängt es an zu zischen und irgendwann fängt es an zu pfeifen. Das tue ich jetzt nicht, wegen des Mikrofons. Und wenn man dann nicht wirklich die Geschichte vom Herd zieht, von der Hitze runterzieht, dann fliegt einem das Ding um die Ohren. Und ich glaube, das ist eins der Probleme, die wir in Deutschland gerade haben.
Deswegen nimmt diese Spannung so zu, deswegen nimmt diese Aufregung so zu. Was macht ein Cross-Culture? Der verändert sein Mosaik. Macht einfach was anderes draus. Das ist nun nicht wirklich immer ganz einfach. Da ist auch oft ziemlich viel Seelenarbeit und Überlegungen und Gedanken und so, ne, dran beteiligt. Also ich will das jetzt nicht verharmlosen, das ist schon eine Leistung, die da stattfindet, aber es geht. Jetzt wird es ein bisschen trockene Wissenschaft. Das ist eine Zeitlinie. Und hier haben wir eine Intensität. Da messen wir Intensität. Intensität von was? Können die verschiedensten Dinge sein. Das kann zum Beispiel das Adrenalin in unserem Blut sein. Das kann die Aktivität eines Teils unseres Gehirns sein. Das kann die Muskelspannung sein. Das kann die Oberflächenspannung an einer unserer Nervenzellen sein. Wenn wir das über die Zeit messen, dann findet in einem Kulturschock das statt. Wir kommen aus der Stabilität raus und kommen in diese Kurve rein. Wissenschaftler benennen immer alles. Jeder Teil dieser Phase ist also, dieser Kurve ist also benannt. Und irgendwann beruhigen wir uns wieder, haben etwas dazugelernt und haben eine neue Stabilität erreicht. Ist so, läuft so. Muss man nicht abschaffen, kann man nicht abschaffen, ist auch in Ordnung. So muss man nur mit umgehen, muss man mal wissen. Wer jetzt ganz oft diese Kurve durchläuft, und zwar ohne oben oder unten über die Kurve hinauszuschießen, weil da entsteht Trauma. Wer drüber hinausschießt, da entsteht Trauma. Wer das aber nicht macht oder selten macht, bei dem wird die Kurve langsam immer flacher. Also, das darüber hinausschießen, nein. Und schon wird die Kurve im Laufe des Lebens immer flacher. Die Phasen bleiben alle da, ganz weg geht's nie, wir reagieren ja immer irgendwie. Aber es wird dann so wie so ein Skateboard fahren. Also mir geht das so, wenn ich so irgendwie junge Leute so Skateboard fahren sehe, bin ich total neidisch. Wenn ich mich auf ein Skateboard stellen würde, wäre das bei mir hundertprozentig die rote Kurve mit oben und unten drüber hinausschießen. Also ich könnte das nicht, aber ich bin neidisch, wenn ich das Grüne sehe. Was passiert da jetzt mit uns? Jetzt kommen wir so ein bisschen in die Psychologie rein. Die Big Five der Persönlichkeit. Also wie beschreiben wir die Persönlichkeit eines Menschen? Da stehen Offenheit, Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, emotionale Stabilität. Und Sie sehen, das ist wie so ein Gleitschiebeschalter. Das geht also im Leben lang immer ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Das heißt, wenn es uns gut geht, dann arbeiten wir eigentlich, dass wir immer so ein bisschen mehr hier so Richtung plus 10 kommen. Und dann kommt das Leben und wirft uns wieder irgendwie ein rein und dann geht es wieder ein bisschen rüber nach links. Aber wir können dran arbeiten, ganz selbstständig. Das ist unsere Verantwortung, so sind wir nicht geboren, das ist nicht statisch, sondern das ist in ständiger Entwicklung. Weil das so ist, hat man eben diese Cross-Culture-Schulung, dieses Cross-Culture-Training entwickelt. Für Entwicklungshelfer, für Kriseneinsatzkräfte und für Blauhelme, weil man weiß, die schickt man in Krisensituationen und man will eben nicht, dass sie ganz Richtung in die negativen Werte rutschen, sondern man möchte sie bitte gerne beim Positiven halten, denn sie sollen ja auch etwas Positives bewirken. Ich selber bin geschult worden, so wie oben rechts, ohne jetzt erklären zu wollen, wie diese Schulung genau geht, eben von der Schweizer Regierung im Zusammenhang mit der Entwicklungshilfe. Habe dann später in Kanada 15 Jahre lang erst das kanadische Militär geschult und Polizisten und Lehrer, sehr, sehr viele Lehrer, Pflegekräfte, also wirklich ganz, ganz viele. Aber das habe ich natürlich dann nur machen können, weil ich so ein eintägiges Einführungsformat daraus entwickelt habe. Und der Gedanke dabei ist, dass man ja, also erstmal kann ich das nicht leisten, ich kann nicht so einen dreiwöchigen Intensivkurs mit Leuten machen, nicht mit vielen, eintägig geht. Aber ich denke auch irgendwie,
man braucht ja eigentlich mal nur einen Einstieg. Man muss es mal gefühlt haben. Man muss mal wissen, wie es ist. Und dann bietet uns das Leben eigentlich genug Gelegenheiten, daran weiter zu üben. Man muss es nur mal verstanden haben, man muss es mal gefühlt haben und dann kann man selbstständig weitermachen. Was findet da jetzt so statt? Das Ganze fängt an mit einem Teil Wissensvermittlung, wo wir erklären, was ist Cross-Culture. Also ein bisschen ähnlich wie jetzt heute Morgen, aber schon dann im Dialog und dann dauert das auch lange oder länger und dann kommen auch andere Wissensgebiete noch dazu, Soziologie und Anthropologie und all sowas. Aber dann geht es ans Erleben. Das heißt, es gibt Teamarbeit. Die Teilnehmer arbeiten immer zu vier zusammen an einem Bericht über eine Situation, die in einer anderen Kultur, in einer anderen Lebenssituation stattfindet. Und wo die Leute als erstes mal merken, verstehe ich nicht. Und das nächste, was wir merken, ist, vier verschiedene Teilnehmer haben fünf verschiedene Interpretationen. Und die Aufgabe ist dann, sich auf eine Interpretation zu einigen und das Problem, was man dann darin findet, gemeinsam zu lösen. Und dann kommt es zur Darstellung, dann kommt es zum Rollenspiel, so 3-4 Minuten lang. Und hinterher kommt es zu einer gemeinsamen Reflexion darüber, was hat das mit mir gemacht? Was hätte ich noch für Möglichkeiten gehabt? Wie habe ich mich damit gefühlt? Woher kenne ich das Gefühl? Wie kann ich damit umgehen? Ja, aus gegebenem Anlass haben wir jetzt also auch ein paar Berichte mit aufgenommen, die sich aus dem Klimawandel ergeben. Es sind also wirklich Situationen, die tatsächlich stattfinden oder stattgefunden haben. Es ist keine Fantasie, aber eben Dinge, die wir so hier bei uns in Deutschland nicht erleben. Was würde jetzt passieren, wenn in Deutschland immer mehr Menschen Cross-Culture-Training erhalten würden? Wenn Sie da mal gucken, da oben beim Roten, im Moment ist die Situation, die Verteilung eigentlich so, dass die meisten Menschen abwarten. Was wird passieren? Dann gibt es ein paar, die sind schon Cross-Culture, aber wissen das gar nicht. Das finde ich auch faszinierend. Und dann gibt es welche, die sind es, die wissen es und die setzen sich dafür ein, aber nicht furchtbar viele. Dann gibt es hier drüben links die Menschen, die zunehmend Angst haben. Finde ich, das ist kein gutes Lebensgefühl. Und dann gibt es auch welche, die sind schon richtig aktiv geworden und wollen Diversität bekämpfen. Wenn wir jetzt Cross-Culture-Entwicklung in Deutschland umsetzen, so wie das in Kanada zum Beispiel der Fall ist, wobei ich nicht sagen will, Deutschland soll Kanada werden, überhaupt nicht, aber so wie es in Kanada eine Art gibt, Kanadier zu sein, wird es auch in Deutschland eine Art geben, Deutscher zu sein. Aber das ist etwas, was wir alle gemeinsam gestalten werden. Also, die mittlere Gruppe hier, aus dem Abwarten werden sie einen Weg finden. Bei denjenigen, die schon Cross-Culture sind, aber bisher immer gemeint haben, das sei eine Behinderung, weil sie nämlich immer gehört haben, ah, du bist entwurzelt, du hast kein Zugehörigkeitsgefühl, wo sind denn deine Loyalitäten und. Die werden merken, dass in Wirklichkeit das eine Stärke ist. Bei denjenigen, die sich heute schon einsetzen für Diversität, wird aus gutem Willen Kompetenz. Das heißt, es ist nicht einfach nur, ich muss offen und tolerant sein und freundlich sein, sondern es wird, ich weiß jetzt, wie ich damit umgehen kann. Ich weiß, wie ich mich steuern kann durch diese Situation durch. Diejenigen, die jetzt Angst haben, werden vorsichtige Hoffnung entwickeln. Und diejenigen, die jetzt die Diversität bekämpfen, werden merken, okay, die Welt, die hat sich schon weiter gedreht und werden sich zurückgelassen fühlen. Und wie sie dann darauf reagieren, müssen wir mal gucken. So, jetzt kommen wir auch zum Ende. Also, ich bezeichne das Cross-Culture-Training gern als Yoga für die Seele. Das heißt, man dehnt mal seine eigenen Reaktionen so ein bisschen. Und das sind wir. Und wir damit bemühen wir uns wirklich, Cross-Culture in Deutschland bekannt zu machen. Es ist mittlerweile auch eine Thematik geworden, man kann drüber lesen, aber das meiste, was es an wissenschaftlicher Literatur zu dem Thema gibt, ist eben auf Englisch.
Aber das ist halt, weil die Wissenschaft Englisch ist. Da muss man dann einfach irgendwie mal durch. Damit bin ich am Ende. Vielen Dank. Wir haben jetzt gleich noch Zeit zum Diskutieren. Und wenn Sie nach dieser Diskussion dann noch mehr Lust haben, kommen Sie uns gerne besuchen in der Kulturenwerkstatt. Vielen Dank.